Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Herzlich willkommen bei Realistisch und Schwer, Kerbal Space Program, Real Progression 1, Realism Overhaul, Real Scale Solar System. Twitch scheint wieder zu funktionieren. Dementsprechend gibt es endlich wieder einen Stream. Und hallo YouTube. Ja? Die letzten paar Videos habe ich halt dann für YouTube aufgenommen und in der Zeit haben wir einen schönen Satelliten gestartet, beziehungsweise nicht nur einen, hier wollte ich gar nicht hin, nicht nur einen, sondern gleich zwei, aber einen konnten wir gerade schon wieder aus der Umlaufbahn rauskratzen, beziehungsweise drei, guckt mal, einer zischt hier durch die Gegend, die von der Rakete R023 und wir haben tatsächlich einen Satelliten in einem polaren Orbit. Jawohl. Das hat beides funktioniert. Hoffentlich gibt es von beiden auch ein klein wenig Wissenschaft, aber Wissenschaft ist das nächste, dem wir uns widmen, genauso wie den ein oder anderen Auftrag, den wir erledigen. Ja, den polaren Orbit haben wir relativ frisch gestartet. Wie man hier sehen kann, das ist jetzt noch nicht weit entfernt von Kourou, von dem es ausging. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir denn noch verfügbar. Also erstmal aktiv ist The First Scientific Satellite. Das heißt, wir müssen einen Satelliten mit Geiger-Müller-Counter oder Cosmic Ray Science in die Umlaufbahn schießen. Dafür brauchen wir jetzt noch 50 Tage oder sowas. Müssen wir noch Forschung betreiben, dann haben wir diese Technologie überhaupt erst freigeschaltet und dann können wir den First Scientific Satellite starten. Das machen wir dann auch direkt. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. X-Planes. Oh, Advanced Biological Suborbital Experiment haben wir immer noch offen. Habe ich jetzt aber keinen Bock zu. First Solar Powered Satellite. Wir haben noch keine Technologie für Solarzellen. Können wir nicht machen. First Sun Synchronous Orbit Satellite. Ist vielleicht eine Sache, die wir uns angucken können. Launch a New Vessel Uncrewed. Reach the correct orbit within the parameters. Note, this orbit is slightly retrograde. Über 300 Kilometer schaffen wir mit unserer aktuellen Trägerrakete nicht. Da brauchen wir bessere Raketenmotoren. Eccentricity, das ist tatsächlich leicht zu erreichen. Da gibt's okay Geld für, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das können wir mit unserer aktuellen Rakete nicht leisten. Damit kommen wir so gerade in den Orbit, das schaffen wir nicht über 300 Kilometer. Also der fällt raus, das heißt, wir werden jetzt uns erstmal unserem First Scientific Satellite widmen und danach gibt's, wenn wir den gelöst haben, gibt's noch mehr Aufträge, die wir uns angucken können. Aber dafür brauchen wir Technologie, nämlich Satellite Area Science. 48 Tage noch müssen wir das erforschen, aber wir haben auch noch keine fertige Rakete und die Rakete braucht noch 83 Tage. Das heißt, wir spulen jetzt vor und bauen dann unsere Rakete um und bauen da die richtigen Experimente rein. Die wird uns auch sehr, sehr viel Wissenschaftspunkte dann liefern, dieser Satellit. Und dann kommt hier in der das nächste in der Wissenschaftsschlange ist Lunar Range Communication. Brauchen wir auch, um unsere Ortungsstation abzugraden. Das möchte ich gerne machen. Und dann ist das nächste Orbital Rocketry. Damit kriegen wir dann bessere Raketenmotoren, die wir auch dringend brauchen. Aber wir werden jetzt erst einen Scientific Satellite abschließen und dafür kriegen wir relativ viel Kohle. Und wir haben noch einiges an Kohle auf der hohen Kante. Deswegen würde ich sagen, wir können uns mal ein paar Upgrade-Punkte leisten. So runter auf, ja, noch einen. 11. Ich habe jetzt 11 gekauft. Oh Gott. Auf 126.000 runter. Und ich stecke erstmal 5 hier rein und ins VAB 6. Ja. Da haben wir 36 im VAB und Research and Development 32. Das ist schon ganz gut. Jetzt gucken wir mal. Oh ja, unsere Zeiten für die Forschung sind deutlich runtergegangen und die Zeiten für die Rakete sind auch deutlich runtergegangen. Sehr schön.
Oh ja, Launchpad. Wir sind gerade dabei, ein 150 Tonnen Launchpad zu bauen. Es dauert noch 185 Tage. Also dafür haben wir auch schon Geld ausgegeben. Und unser Runway ist auch schon ausgebaut. Das heißt, wir haben auch schon ein bisschen was hier an den ganzen Anlagen und so investiert. Es sieht alles sehr, sehr gut aus, so wie ich das bisher überblicken kann. Und ich hoffe, wir werden heute einige Raketen starten. Und ich hoffe auch, dass wir dann mit Orbital Rocketry, dass wir da hinkommen und dann auch eine zweite Trägerrakete bauen, die so bis 150 Tonnen geht, also eine größere. So ein bisschen was in der Richtung von Sojus, beziehungsweise den Vorgänger von Sojus, also eine N7-Rakete im Stile der Russen. Vielleicht nicht mit 4 Boostern, sondern erstmal nur mit 2. Aber da muss ich viel ausprobieren und viel simulieren. Und jetzt nicht lange schnacken, wir machen jetzt Satellite Area Science, warpen wir mal hin. Ah, und da ist unser einer Satellit out of electric charge. Das ist total okay. Er hat leider keine Wissenschaftspunkte geliefert. Jetzt haben wir neue Technologie. Wir haben noch 30 Tage in dieser Rakete und jetzt werden wir diese Rakete hier editieren und danach doppeln. Hier haben wir unsere Silver Bullet mit dem sehr, sehr flachen Satelliten und diesem Ding hier oben drauf. Das nehmen wir wieder ab. Und wir modifizieren unseren Satelliten. Mehr Avionics haben wir leider noch nicht, beziehungsweise ist ein Science Core, der hat eh keine Avionics. Und jetzt konfigurieren wir... Oh, ich bin immer noch groß. Jetzt konfigurieren wir uns unsere Experimente. Diese Experimente, die hier drin sind, haben wir alle schon abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, was wir Neues haben. Magnetometer. Mega. Nehmen wir mit. Thermometer. Die haben wir schon. Early TV Camera. Oh, ja. Dann Micrometeorite Detector. Radiation Detector. Jawohl. Dieses sind alles 4 neue Experimente, die wir in den Satelliten einbauen können. Das haben wir jetzt gemacht. Und die werden alle direkt gestartet. Und sonst setzen wir hier nichts drauf. Außer einer Sache. Ich würde ganz gerne ohne den... wir müssen ja nicht in irgendeine bestimmte Richtung oder irgendeinen bestimmten Orbit schaffen. Deswegen würde ich jetzt hier gerne diesem Satelliten einfach mal 20.000 mitgeben und hier keine additional tank volume und apply preserved dimensions. Oh. Apply resize to fit. Okay, dann wird der Satellit ein klein wenig schwerer. Der wiegt jetzt 90 Kilo und wahrscheinlich Avionics Prototype wiegt 17 Kilogramm. Ansonsten haben wir nichts drin. Das heißt, dieser Satellit mit den Experimenten ist jetzt 107 Kilo. Ich bin gespannt, ob wir den... Also, den werden wir halt mit dieser Rakete so gerade in den Orbit bekommen. Aber ich habe ja eben schon 50 Kilo runtergenommen. Wir haben jetzt 45 Kilo wieder draufgepackt mit mehr Strom. Dass er länger halt Wissenschaft macht mit den neuen Experimenten. Die hier wollte ich duplizieren, weil darauf basieren wir dann. Ne? Also es dauert halt einfach, bis wir die nächste Tech-Level haben. Das heißt, wir werden hier von mehreren Satelliten starten. Und ich hoffe, dass wir danach einen netten Satellitenauftrag bekommen, der nicht so schwierig ist wie der Sun-Synchronous Orbit, den wir uns eben angeguckt haben. So, diesen hier renamen wir mal. Das wird die 26. Damit wir unsere Reihenfolge und nicht da durcheinander kommen. Ja. Und, Gott, ist das hier dunkel. Mal einmal vorspulen, dass die Wolken aus dem Weg sind. Okay, ne, aber, Technologie, Lunar Range Communication ist erst in 115 Tagen soweit. Und dann dauert es nochmal
173 Tage, bis wir Orbital Rocketry haben, also Verbesserungen für unsere Raketenantriebe. Das heißt, wir werden jetzt einen Haufen Satelliten erstmal in die Umlaufbahn schicken. Immer diese flachen sechseckigen, die ich gebaut habe. Zu dieser Rakete spulen wir jetzt einfach mal vor. Und Warp 2. Genau. Und dann werden wir jetzt diesen neuen Satelliten mit mehr Strom mal ausrollen und in eine Umlaufbahn schießen. Rakete steht auf dem Launchpad und jetzt werden wir und Vessel ist complete. Richtig. Jetzt werden wir diese Rakete einfach mal in Richtung Osten starten, also mit der Erdrotation. Alle Energie, die wir haben, irgendwie mitbekommen. Wir müssen einfach nur in eine Umlaufbahn kommen und dieses eine Experiment da drauf haben. Dann ist der Scientific Satellite abgeschlossen und dafür kriegen wir ordentlich Geld. Also, los geht's. Oh, wir haben neue Wissenschaft hier auf diesem Dings. First Scientific Satellite. Das könnte schwierig. Das habe ich gar nicht gelesen. Wir müssen damit mit diesem Satelliten relativ hoch. Es könnte sein, dass wir hier. Naja, okay. Also. Ascent Path 33. Das war schon sehr, sehr gut. Dann machen wir hier Wink. Wir wollen keinen Winkel. Wir wollen die Inclination von Kourou hier einstellen. Und wir nehmen mal, ich bin natürlich jetzt hier mit meinem Kopf vor dem Flight Recorder davor. Den brauchen wir auch nicht. Diese Informationen hier sind wichtig und sobald wir an den Satelliten drankommen, machen wir die Forschung hier rechts unten hin. Aber jetzt erstmal durchstufen bis 4, genau. Jawohl, dann können wir Enable Autopilot machen und ja, dann geht's mal los. 3, 2, 1 und ab dafür! Und wir starten sehr, sehr langsam. Wobei es gar nicht so schlimm ist. Thrust to Weight ist am Anfang 1,39. Das ist gar nicht schlecht. Wir werden später auch noch Raketen bauen. Die haben am Anfang Thrust to Weight von 1,2. Also das ist... Und der Satellit ist jetzt ein bisschen schwerer. Und ich glaube, den kriegen wir tatsächlich nur in den Orbit, weil wir nach Osten mit der Erdrotation starten. Ich habe vielleicht jetzt etwas voreilig mehr Strom und so in den Satelliten hineingesteckt. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht, ob wir diese Orbit-Parameter hier erreichen. Aber selbst wenn wir die nicht erreichen, dann lassen wir den Satelliten einfach in der Umlaufbahn und würden den in der nachfolgenden Rakete etwas abändern. Wir müssen ja jetzt mehrere Satelliten starten, einfach um Wissenschaftspunkte zu bekommen. Aber auch, damit wir was zu tun haben, bis die Forschung weitergeht. Also, ja. Genau. Okay, und weiter geht's. So, wir kommen ganz gut hoch und ich kann... Autopilot disengaged. Wir starten jetzt hier alles, was wir brauchen und richten uns in diese Richtung. Also ich stelle schon mal alles ein. Ich werde jetzt erstmal aus der Atmosphäre rausfliegen, also mich aufsteigen lassen auf 140 Kilometer. Dann, jetzt haben wir das erreicht, die Fairing abkoppeln. Tada! Da ist unser schöner sechseckiger Satellit. Der ist nicht so flach mehr, weil ich ihn dicker gemacht habe, also schwerer, damit er mehr Wissenschaftspunkte liefern kann. Und hier alle Experimente laufen und produzieren hier außerhalb der Atmosphäre
fangen an, außerhalb der Atmosphäre Wissenschaftspunkte zu generieren, die hoffentlich auch bald nach unten gefunkt werden. So, und ich möchte Time to Apoapsis 2 Minuten 25, da möchte ich so ungefähr bei 1,30 Stufentrennung machen und dann quasi die zweite Stufe auch zünden. Ja. Happy Number sagt, wenn die Basis noch etwas dicker wäre, könntest du sie Kingpin nennen von der Rakete. Oh ja, das stimmt. Ja, mal gucken. Die wird wahrscheinlich eher länger, wenn wir ein besseres Triebwerk bekommen. So. Einmal kurz ein bisschen vorspulen. So. Ja, das reicht mir. Und einmal Stufentrennung. Und jetzt bewegen wir uns mit RCS nach vorne. Ab dafür. Jetzt sind wir unterwegs. Mit der zweiten Stufe. Und hier haben wir jetzt noch 1 Minute und 12. Wir brennen noch 1,50. Ich fliege jetzt einfach so in Richtung unseres Geschwindigkeitsvektors. Das ist die effizienteste Art und Weise, hier dieses Ding zu fliegen. Und ich hoffe, dass wir... Wir müssen einfach nur mit der Periapsis, also mit unserem niedrigsten Punkt, müssen über 200 Kilometer sein. Wir sind jetzt mit dem höchsten Punkt über 200. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir da nicht mehr groß was anheben, dass wir auf der anderen Seite auf über 1000 kommen. Und unser Raketenantrieb hat jetzt nicht wirklich in irgendeiner Form... ich kann mal RCS ausmachen. Scheint kein Performance Loss oder sowas zu haben. Das heißt, wir kommen hier einfach gut hoch in den Orbit. Und ich hoffe, dass wir dann auf der anderen Seite mindestens auf 1500 Kilometer kommen. Sollte eigentlich passen, vor allem, weil wir auch noch ein bisschen wir haben auch noch ein bisschen HTP. Das heißt also, wir haben noch ein bisschen Sprit für das RCS. Das heißt, unter Umständen können wir noch ein bisschen Höhe des Orbits tatsächlich aus dem RCS rausholen. Hier, diese Periapsis ist wichtig. Periapsis muss über 200 Kilometer sein und Apoapsis über 1500 am Ende. Jetzt gucken wir mal, wie hoch wir kommen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht... Das ist ganz knapp. Hier, Apoapsis, 1300, also 1347 Kilometer. Das sollten wir schaffen. Also höchster Punkt, Time to Apoapsis, also dahin, bis zum höchsten Punkt, ist noch relativ weit. Time to Periapsis ist nochmal weiter. Wir müssten jetzt eigentlich, wir gucken mal auf die Karte. Unser niedrigster Punkt müsste ungefähr hier sein. Das heißt, auf der anderen Seite ist der höchste Punkt. Das heißt, hier ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um RCS einzuschalten. Und wenn ich RCS eingeschaltet habe und einfach die Throttle nach oben habe, dann sorgt er dafür, dass wir nach vorne beschleunigen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Hier sieht man, wie HTP rausgeht. Und das wird nicht reichen. Ärgerlich. Also wir sind jetzt wirklich gerade mit einer Rakete ausgestattet, die nur so gerade in den Orbit kommt. Die nicht wirklich viel ausrichten kann. Also wir kommen hier nicht auf 1500. Das heißt, First Scientific Satellite wird mit diesem Ding hier nicht klappen. Ich mache mal gerade aus. Ich möchte nämlich jetzt erst noch den Satelliten abkoppeln, damit wir mehr Strom haben. Also einmal Stufentrennung. So, und jetzt entfernen wir uns vom Satelliten, dass wir nicht mit dieser unteren Stufe dagegen ballern. Und jetzt ist unser RCS-Fuel weg, aber wichtig ist, dass wir uns jetzt voneinander entfernen. Das ist sehr schön. Wir haben etwas abgebremst. Sind jetzt in einem anderen Orbit. Und
Wir wechseln mal auf unseren schönen Satelliten. Der fliegt jetzt hier durch die Gegend. Und gucken wir mal. Wir haben 20.000 Einheiten Strom ganz am Anfang gehabt. Da muss ich für die nächste Geschichte wieder ein bisschen Strom rausnehmen, weil der ist zu schwer für den Auftrag. Aber wir werden ganz schön was hier von diesen Wissenschaftssachen hoffentlich abschließen, dass auch etwas nach unten gefunkt wird. Und wir haben schon Visible Imaging, haben wir schon einiges nach unten gefunkt. Das ist schon mal schön. Und da würde ich jetzt einfach mal ein klein wenig Zeitbeschleunigung machen. Und wir drehen uns auch leicht. Wie schön. Und dafür sorgen, dass wenn wir Verbindung haben, wir auch was von der Wissenschaft nach unten schicken. Oh, und wir haben Aufträge. Uncrewed Altitude Record auf 900 Kilometer. Sehr schön, dafür gab es Geld. Und Uncrewed Altitude auf 1000 Kilometer. Sehr schön. Das ist ja großartig. Und ein paar Wissenschaftspunkte haben wir hier schon eingesammelt. Wir fliegen auch durch mehrere Biome. Und genau, und die werden wir dann hoffentlich auch nach unten funken. Ich muss mal gerade gucken. 5,3, ja, es kommen ein paar Wissenschaftspunkte auch tatsächlich an. Jetzt sind wir auf der dunklen Seite. Ja, hier unten wird auch angezeigt, es wurden uns ein paar Wissenschaftspunkte fürs Visible Imaging runtergefunkt. Und tatsächlich, ich mache nochmal ein bisschen schneller. Ja, okay, das ist die obere Stufe, also die zweite Stufe, die keinen Strom mehr hat. Hui. Ja, das ist total okay, diese Warnmeldung. Und unser Satellit rotiert, weswegen auch immer, und produziert einiges an Wissenschaft. Und funkt auch einiges runter. Wie viel haben wir? Mittlerweile 8 Wissenschaftspunkte. Das ist total schön. Ich wollte jetzt nur ein bisschen quasi mit dem Satelliten mitfliegen und sicher gehen, dass wir tatsächlich ein wenig an Wissenschaftspunkten generieren. Aber hat halt leider nicht für einen Scientific Satellite Auftrag gereicht, weil wir haben nicht einen Orbit erreicht, der hoch genug ist für diese Geschichte. Der kreist jetzt weiter und macht Wissenschaftspunkte. Wir gehen zurück zum Weltraumzentrum. Kosmetisch. Nein, das ist kein Weltraumschrott, der macht tatsächlich Sachen. Aber wir können auf jeden Fall uns für die nächste Trägerrakete überlegen, ein Satellitendesign, was ein bisschen besser ist. Ich würde sagen, diese ersten hier, diese in Goldfolie eingepackten Satelliten, ist die erste Generation. Wir werden bald eine zweite Generation bauen. Die ist dann vielleicht kastenförmig, würde ich sagen. So, wir haben einen Update-Punkt bekommen. Einfach für lau. Und ich würde sagen, den stecken wir direkt in die Wissenschaft, weil Wissenschaft ist das, was uns gerade so ein bisschen zurückhält. 69 Tage, bis wir Lunar Range Communications haben. Und, okay, wir haben ein bisschen Geld gekriegt für diese Höhenrekorde. Aber wir kriegen richtig viel Geld, wenn wir den ersten Scientific Satellite haben. So, dieses Ding hier wird gebaut. Das editieren wir jetzt mal. Und nehmen wieder ein bisschen Strom raus. Wir haben jetzt einen Satelliten hoch, der kann sehr lange im Orbit bleiben. Jetzt reduzieren wir wieder die Masse, damit wir den ersten Scientific Satellite erledigt kriegen. Und dann gucken wir, was wir an neuen Aufträgen haben.